Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video hier. Ich habe eine Frage bekommen, die wirklich sehr, sehr interessant ist. Und zwar, wo kann man Objektive kaufen und was sind die Vor- und Nachteile von einer Festbrennweite? Als allererstes würde ich mal die Frage beantworten, wo kaufe ich meine Objektive? Ich habe jetzt, wenn ich hier zum Beispiel hier meine Kameras hier kaufe, ist meistens schon ein Objektiv dabei. Meistens die hier mit dem roten Ring. Die sind mit der Blende etwas besser als die anderen. Also bei mir sind meistens die Objektive dabei. Wenn ich Objektive kaufen sollte, das habe ich jetzt ein- oder zweimal gemacht, habe ich sie direkt in ein Geschäft gekauft. Also ich gehe direkt in ein Fotogeschäft und kaufe mir die dann dort. Muss man aber nicht unbedingt, weil dann bekommst du die ja zum Neupreis. Was ich aber auch schon gemacht habe, ich habe mir Objektive bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Ganz klar bei eBay Kleinanzeigen. Warum denn nicht? Die sind gebraucht, die nutzt du einfach hier zwei, drei, vier, fünf Mal werden die genutzt und dann sagen die Leute, hey, pass auf, das ist doch nichts für mich. Ich will sie wieder loswerden, sondern kriegst du für mindestens die Hälfte günstiger. Und das ist doch der Wahnsinn. Warum soll man da nicht zugreifen? Man sollte, also was ich ganz klar mache, ich frage, ob es aus einem Raucherhaushalt ist, ein Tierhaushalt ist, weil ich nicht möchte, dass die Dinger hier nach Kippen riechen oder irgendwelche Tierhaare da irgendwie dranhängen. Das mag ich persönlich, mag das nicht. Wenn es für euch kein Problem ist, ist es egal, dann braucht ihr die Frage nicht zu stellen, könnt ihr es einfach kaufen. Was für mich noch interessant ist, ob zum Beispiel hier die Gläser, die da drin sind, ob die kratzfrei sind, schmutzfrei sind, das ist für mich interessant. Und dann nicht irgendwie ein Pilz dran ist, dass es der Scheiße dann irgendwie im Garten rumgelegen hat und dann ist irgendwie Pilz, Schimmel, Moos dran. Das will ich nicht haben. Das ist neuwertig. Und dann, wenn ich mir ein Objektiv hier kaufe, das erste, was ich mache, ich lege mir hier, kaufe mir einen UV-Filter. So, hier ist ein UV-Filter, den schraube ich mir hier vorne drauf. Warum? Ich weiß, jetzt werden einige sagen, oh, was ein Blödsinn, braucht man nicht. Aber ich mache das, weil der UV-Filter kostet mich ein paar Euro. Und der ist absolut neutral, den ich habe. Der hat gar keine Verfärbung drin, der hat keinen Verlauf drin oder irgend sowas hat er nicht. Das ist einfach nur ein Fensterglas, ist das. Und ich nutze das, wenn ich nämlich irgendwo laufe und knall irgendwo dran, dann mache ich mir meinen UV-Filter kaputt und nicht das vom Objektiv. Gut, ich meine, das geht jetzt noch. Das hat mich jetzt von Canon 50 mm, das hat mich jetzt 100 Euro gekostet. Mega cooles Objektiv, erzähle ich gleich noch was dazu. Ja, darum mache ich den UV-Filter vorne drauf. Manche Leute sagen, oh, braucht man nicht, die Gläser vorne sind gehärtet genug, da passiert erstmal nichts. Ja, aber das ist für mich einfach irgendwie so eine Kopfsache. Und ich sehe das aber auch nicht auf meinen Bildern, das Glas. Also ich sehe da jetzt auch keine Reflexion drin oder irgendwas. Für mich ist das einfach gleich. Darum mache ich das so. Du musst es ja so nicht auch so machen, du kannst es ja sagen, hey, pass auf, Blödsinn. Ich brauche das nicht. Ist ja auch legitim, um Gottes Willen. Könnt ihr gerne machen. So, das war jetzt erstmal gewesen, wo ich meine Objektive kaufe. Das war jetzt kurz und schmerzlos. Etwa ich gehe ins Geschäft oder wirklich eBay Kleinanzeigen. Funktioniert. Und da achtet bitte darauf, dass ihr mit PayPal bezahlen könnt oder dass ihr das persönlich abholen könnt und sowas wegen den Sicherheitsdingern, weil da gibt es auch lauter Schlendrians, die da betrügen wollen und versucht nicht darauf reinzufallen. So. Dann die nächste Frage war gewesen, Festbrennweite, Vorteile, Nachteile. Dazu habe ich mir hier ein paar Sachen auf meinem MacBook hier erstmal notiert, dass ich auch nichts vergesse. Und so Vorteile von so einem, von einer Festbrennweite, also dieses hier, ist zum Beispiel eine bessere Auflösung teilweise. Kommt immer drauf an, was es ist. Es gibt ja hier das von Canon, das ist jetzt Originale, und dann gibt es ja noch das von in so einer China-Dings, das fällt mir der Name nicht an. Jung, oder irgend sowas da. Das kostet ja nochmal einen Bruchteil weniger. Da würde ich vielleicht die Finger davon lassen, obwohl schon jemand das getestet hat und hat gesagt, ey, pass auf, gute Qualität kann man nehmen. Aber sonst haben die eine echt gute Qualität. Das hat zum Beispiel hier eine 1,8er Blende. Das ist schon unheimlich tief. Das ist schon richtig stark. Also, und hat eine bessere Randschärfe, wenn du damit fotografierst. Also der Rand an dem Bild, was da außenrum dran ist, ist auch richtig knackig scharf. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also ich fotografiere damit gerne, ich filme damit auch, hat aber auch ein paar Nachteile. Das werde ich jetzt gleich noch sagen. Es gibt lichtstarke Objektive, das da zum Beispiel, eine Blende mit 1,8 ist sehr, sehr lichtstark. Warum? Dass du halt einfach schön viel Licht in das Bild reinkriegen kannst, ein schönes Bokeh mit aufbauen kannst, dass der Hintergrund schön unscharf ist und die Person vorne schön scharf ist. Ja,
Dann mit der Schärfentiefe kannst du natürlich da wunderbar spielen. Das macht dich natürlich sehr, sehr kreativ und gibt deinen Bildern einen richtig coolen Look. Egal wie. Das ist schon mit den Dingern hier schon richtig geil. Und passiert eigentlich fast automatisch zu den Zoom-Objektiven. Ja, und diese Dinger hier sind meistens auch leichter, weil die auch klein sind zu den Zoom-Objektiven. Das sind so jetzt meine Vorteile, die ich jetzt da habe. Also ganz klar wegen dem Bokeh, dass der Hintergrund schön unscharf ist, dass sie leichter sind und ich eine wunderbare Schärfe da drin habe. Also die Schärfe ist schon wirklich top. So, jetzt, ich nenne es mal Nachteile. Das sind keine wirklichen Nachteile, wenn man sich darauf einstellt, ja, ist es eigentlich auch überhaupt gar kein Problem. So, die nächste Sache ist, wenn du mit einem Zoom-Objektiv arbeitest, hast du ja den Vorteil, dass du zoomen kannst. Du kannst nach vorne zoomen, nach hinten, du kommst an die Person näher ran, obwohl du weiter weg stehst oder wenn du nah dran bist, du willst mehr haben, kannst du wunderbar mit einem Zoom-Objektiv machen. Das geht nicht mit einer Festbrennweite. Das ist eine 50 mm Festbrennweite, das heißt, wenn du näher an das Model ran möchtest, musst du auch zum Model hin laufen. Also du musst näher an das Model ran. Kann manchmal passieren, also da ist jetzt noch mit 50 mm ist noch okay, kann es passieren, dass du sehr nah an das Model ran gehst, dass du mit der Kamera vielleicht direkt vorne dran stehst, je nachdem, was du fotografieren oder filmen möchtest. Also damit musst du dich auf das Model oder auf das Objekt, was du fotografieren möchtest, dich drauf zubewegen. Mit dem Zoom-Objektiv kannst du wunderbar da stehen bleiben, wo du bist, und du kannst ranzoomen und wegzoomen. Das ist auch ein Vorteil. Aber wenn man damit klarkommt, also ich komme damit zurecht, ist das eigentlich gar kein Nachteil. Dann, genau, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, den Ausschnitt kannst du sofort verändern. Wenn du halt irgendwo bist und willst mal schnell was zoomen, musst du kein Objektiv wechseln. Du kannst mit dem Objektiv, mit dem Zoom-Objektiv sofort ranzoomen, hast du sofort den Blickwinkel verändert. Das kannst du damit halt nicht. Du musst halt auf das Objekt direkt drauf zurennen und kannst dann dein Bild machen. Wenn du den Bildausschnitt natürlich verändern willst, gerade in der Tierfotografie, Sportfotografie, Actionfotografie oder Filmen, immer darauf zubewegen. Du kannst nicht zoomen, wenn es mal schnell gehen muss, gerade bei Action. Wenn du mal schnell irgendwo ran willst, weil irgendwas gerade ist, was dir gerade gefällt, musst du dich darauf zubewegen, du kannst nicht zoomen. Das würde ich sagen, das ist vielleicht doch ein richtiger Nachteil. Das geht nicht, weil du kannst ja, also dieser eine Moment, der ist ja, der wartet nicht auf dich. Ja? Das heißt nicht, du machst deine Festbrennweite einfach mal abgeschraubt, machst schnell einen Zoom drauf und gehst du dann fotografieren. Oder du hast vielleicht zwei Kameras dabei, mit einer Festbrennweite und einer mit einem Zoom-Objektiv drauf. Das kannst du auch machen, je nachdem, wie du Geld hast, ja. Also ich möchte nicht zwei Spiegelreflexkameras mit mir rumschleppen, um dann irgendwelche Bilder zu machen. Ist das mein Empfinden. So mach ich das halt. Ja, und halt natürlich, wie schon erwähnt, du musst das Objektiv nicht so oft wechseln. Weil jedes Mal, wenn du das Objektiv wechselst, ist ja ganz klar eigentlich, musst du das hier abmachen. Ganz, ganz klar. Und dann ist immer wieder die Möglichkeit, dass hier vorne auf den Spiegel, der da ist, dass da Dreck und Staub drauf fällt. Das wird jedes Mal passieren. Du bist jetzt irgendwo in Afrika, irgendwo auf einer Safari-Tour und willst dir immer wieder die Objektive tauschen, kann das schon passieren, dass da drin Dreck ist. Musst du dich halt darauf einstellen, dass du es halt bei Canon einschickst und lässt mal eine Reinigung machen. Kostet nicht besonders viel Geld, das machen wir mit unseren Kameras auch. Jedes Jahr geht meine Kamera zu Canon und die wird dann mal grundgereinigt. Also auch wenn wir die verkaufen, sind die Kameras eigentlich sauber und sind eigentlich in einem sehr, sehr guten Zustand. Von innen, von außen natürlich nicht. Von außen sind halt öfters mal ein bisschen vergriffen. Da geht halt auch schon ein bisschen der Lack ab oder hat vielleicht einen kleinen Kratzer drauf. Deshalb, so bei unserer Kamera ist auch unser Beruf. Wir fotografieren ja unheimlich viel und deswegen ist das so. Ja, das haben wir auf jeden Fall mit der Festbrennweite haben wir. Und was habe ich mir hier noch alles so notiert? Ja, auf jeden Fall ist halt lichtstärker. Das ist halt schon ziemlich cool. Und wenn du überlegst, das habe ich jetzt 100 Euro habe ich das gekostet. 100 Euro mit einer 1,8er Brennweite. Das habe ich auch sehr, sehr günstig geschossen. Das ist ziemlich cool. Hast du halt sehr, sehr lichtstark. Dann hast du schön viel Licht drinne hier. Und ja, das Bokeh kannst du halt wunderbar verändern, dass der Hintergrund sehr, sehr unscharf ist. Das ist geil. Das ist eigentlich so der Unterschied an Festbrennweite und an Zoom-Objektiven. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit beantworten.
gerne weiter Fragen stellen. Ich mache jedes Mal ein Video dazu. Dann hat jeder was davon. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar da. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Bis dann. Ciao.